Heyo, ich bin Aikotogo und mein Name ist Demo und damit herzlich willkommen oder eher ein herzliches Willkommen von Eule zu euch, denn wir beide haben uns gedacht, so viel kann man gerade nicht unternehmen, es finden keine Conventions statt, auch Suitwalks wurden abgesagt und insgesamt sollen wir ja alle ein bisschen mehr darauf achten, unsere Kontakte zu begrenzen. Daraufhin habe ich Eule vorgeschlagen, hey, lass uns doch mal nach Thielenbruch fahren. Das ist, wie ihr gerade schon seht, ziemlich weit außerhalb. Das heißt, wie man auch hier gerade sieht, es ist so gut wie nichts los. Wir sind auf fast kaum Menschen getroffen, nur ein paar nette Spaziergänger und teilweise auch ein paar Radfahrer. Denn es wurde dringend mal Zeit, dass wir beide mit unseren eigentlich sehr, ja, wilden Fursuits mal in die Natur gehen, denn der natürliche Lebensraum von Demo und Eule ist der Wald und nicht eine Convention oder die Großstadt oder ein Fursuit Walk, aber darum soll es auch nicht gehen. Es wurde auf jeden Fall mal wieder dringend Zeit. Und was bietet sich mehr dazu an als die wunderschöne Herbstzeit? Denn ich mag den Wald zwar in allen Jahreszeiten, im Frühling, wo alles so schön frisch blüht, wo man die ganzen Triebe sieht, die ganzen Blumen, das ist auch sehr schön. Im Sommer finde ich ihn okay, da finde ich ihn eigentlich fast schon am wenigsten schön, weil einiges ist so vertrocknet und es ist viel zu heiß und es sind auch viel zu viele Insekten unterwegs. Im Herbst ist er halt einfach wunderschön mit diesen ganzen tollen Farben von den Blättern, gelb, rot, braun. Es ist einfach wunderschön und auch das ganze Laub auf dem Waldboden, es hat einfach mega Spaß gemacht, da durchzulaufen. Ja, im Winter, ich wünschte, wir würden mal wieder Schnee hier in Deutschland haben. Ich würde es sehr feiern. Ich meine, vielleicht passiert das ja dieses Jahr. Ich hoffe es halt sehr, weil ich dann auf jeden Fall auch mit dem Suit rausgehen werde, um ein paar Videos und Fotos zu schießen. Aber naja, wir waren im Herbst draußen. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, denn ich hatte zuvor, ein paar Wochen davor, als ich dort spazieren war, diesen umgestürzten Baum entdeckt und dachte mir, hey, das wäre doch eigentlich eine ziemlich coole Kulisse, um dort ein paar Bilder zu machen. Und was auch schön war, dahinter war man so ein bisschen versteckt, dass man, als man sich umgezogen hat von den ganzen, weil direkt daneben war quasi so ein Waldweg, wo alle lang spaziert sind, dass man halt nicht beobachtet wurde, weil, ich weiß nicht, ist ja bei vielen Fursuitern so, wenn man sich umzieht, möchte man dabei nicht so gern beobachtet werden. Aber an der Stelle auch, wir hatten ein paar sehr, sehr interessante Konversationen mit bestimmten Leuten und davon habe ich auch einige aufgezeichnet. War echt süß, was für Fragen gestellt wurden und an der nicht zusammen, wegen Corona. Ja, das brauchen wir nicht. Hauptsache, wir haben hier. Ist doch so viel Maske. Ja. Mehr Maske geht doch jetzt. Genau. Das hält aber schön warm. Hier. Genau, ich brauche einen Moment. So, perfekt. Dankeschön. Wunderbar. Wunderbar. Was sind das für Figuren? Aus eigene Figuren. Eigentlich. Also. Sind die das ist gemacht? Ein Hybridwesen, ja, aus ganz vielen, ja, verschiedenen. Ja, ja. Selber gemacht? Ja, alles selber gemacht. Wow. Selber genäht, wow. Selber geklebt, selber geformt. Wow. Nicht schlecht. Das sieht nach viel Arbeit aus. Ja, oh, etwa ein, ja, Jahr lang und das ist auch nicht alles davon. Eigentlich sind das komplett Körperkostüme. Ah, okay. Ja, das sieht doch sehr komplett aus. Viel Arbeit und viel Leidenschaft. Und, oh, viel, ja, Geld. Viel Geld, ja, das glaube ich auch. Ja, aber hier ist ja eine super Kulisse. Oh ja, natürlicher Lebensraum. Sehr schön. Ja, dann viel Spaß noch. Danke sehr. Auch gut. Tschüss. So, und an der Stelle melde ich mich auch wieder zurück aus der Nachbearbeitung. Und ich fand es einfach mal wieder unglaublich süß, wie viele Fragen die Leute hatten und wie nett sie auch gefragt haben. Und auch dieses große Interesse. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn ich durch den Wald spazieren würde und im Hintergrund, im Unterholz auf einmal ein paar Fursuiter sehen würde. Ich weiß nicht, ob ich hingehen würde, aber mich würde es auf jeden Fall auch sehr interessieren, was die Leute dort machen. Ja, dann sind wir ein bisschen weiter rein in den Wald, haben wirklich wunderschöne Kulissen gefunden. Ich bin ein ganz großer Fan von Baumpilzen. Ich finde die mega schön. Vor allem haben wir so weiße Baumpilze gefunden. Die meisten sind eher gräulich, schwärzlich. Weiße sind irgendwie ein bisschen seltener. Also zumindest das, was ich bisher in Wäldern gesehen habe. Weil so oft bin ich gar nicht in Wäldern, denn ich habe so ein bisschen Insektenphobie. Also ich kann eigentlich eher nur im Herbst oder im Winter in die Wälder. Aber an der Stelle auch, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr gerade in diesen, ja, schwierigen Zeiten so macht, um euch ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Vor allen Dingen, was ihr vielleicht auch so im Fursuit macht, denn mir gehen so langsam ein bisschen die Ideen aus für Content und ich überlege auch, den Kanal ein bisschen anders zu strukturieren. Ich werde jetzt oder habe wahrscheinlich schon mit Meinungsvideos angefangen, weil die sich relativ schnell und einfach produzieren lassen. Ich möchte aber auch ein bisschen mehr Erfahrungsvideos machen und ich hätte halt auch in Zukunft wirklich Lust,
ein paar Collabs zu machen, also irgendwelche Videos zusammen zu machen, zum Beispiel Zeichen-Challenges oder ein paar Videos im Suit, wo man gegenseitig was macht. Also falls ihr oder falls du dich da draußen jetzt angesprochen fühlst und Bock hast, mit mir mal irgendwas zu machen, halt Internet, indem wir uns filmen, vielleicht Voice Call haben oder so und eine coole Videoidee zusammen aushacken, dann schreib auf jeden Fall einen Kommentar oder schreib mir eine Privatnachricht. Mich findet man eigentlich auf Telegram unter Leok64 und auf Instagram unter Leok64. Einfach eine Privatnachricht schreiben. Ich antworte eigentlich immer ziemlich schnell. Ja, an und für sich war der Tag auch mega schön, weil es war kühl, aber sonnig, also perfekt zum Suiten. By the way auch, es ist echt schwierig, im Suit durch den Wald zu gehen, denn das Ganze, diese ganzen unterschiedlichen Ebenen, man hatte immer wieder das Gefühl, dass man sich jetzt gleich wahrscheinlich irgendwie auf die Fresse legt, weil man stolpert. Ich hatte immer ein bisschen Angst, aber es ist zum Glück nichts passiert. Warum ich an dem Tag meine neuen Schuhe angezogen habe, weiß ich bis heute noch nicht, aber naja, Demo achtet ja nicht so wirklich darauf, ob er jetzt dreckig wird oder nicht. Ja, es war extrem leer im Wald, was echt schön war. Was aber schade war, dass man trotzdem auch im tiefsten Wald überall immer mal wieder Müll gefunden hat. Auch an der Stelle, bitte Leute, bitte Müll wegräumen. Und jetzt noch die Legende vom Lachsgeist. Viel Spaß! Meine lieben Freunde, wir haben den Beschwörungsort des Lachsgeistes entdeckt. Hier liegt er begraben und wandert seitdem in Vorgärten von armen Kölner Kleinstädtern rum und befällt Katzen. Das ist die Legende vom Lachsgeist. Fürchtet euch! Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte gefallen. Ich wollte sie euch auf jeden Fall noch mitteilen. Und damit haben wir dann unsere Erkundung des Waldes weiter fortgesetzt. An sich heißt der Wald, soweit ich weiß, Turnerwald. Und er ist jetzt auch nicht gigantisch. Also ich glaube, man muss dort keine Angst haben, sich zu verlaufen. Wir sind aber auch nicht zu tief rein, weil naja, im First wird immer ein bisschen schwierig. Und zum Glück war dieser umgefallene Baumstamm auch in der Nähe. An und für sich war auch echt schön, dass halt nicht so viele Insekten dort rumgeflogen und gekrabbelt sind, denn das alles aus dem Fell zu kriegen, ich war mit Eule ein paar Wochen zuvor, nämlich in Bergisch Gladbach, und da waren wir unter einem Baum und ich weiß nicht, ob ihr Marienkäferlarven kennt, aber ein paar sind in mein Fell gefallen und die da rauszukriegen, oh Freunde, das ist definitiv kein Spaß. Und jetzt an der Stelle freut euch noch ein bisschen über Kunst. Schön hier. Einfach mal so Steine am Rand. Das letzte Mal, als ich in diesem Wald war, waren hier vielleicht 20 oder so. Und jetzt ist da hinten hin sind überall Steine. Ist das nicht schön, wenn Leute Kunst machen? Ja, an der Stelle einfach nur cool, wenn Leute so kreativ werden. Und das war's dann eigentlich auch schon für uns. Und wir haben uns wieder auf den Heimweg gemacht. Haben dabei noch so eine coole Wasserkugel entdeckt, ein paar schöne Effekte gemacht, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Erkunden dieser Umgebung. Und ich habe auch schon ein paar weitere Videos geplant, denn dank Pokémon Go kenne ich sehr, sehr viele schöne Orte in Köln, vor allen Dingen auch ein bisschen verstecktere Orte, die nicht unbedingt jeder kennt. Und wir hoffen, in den kommenden Wochen noch ein paar schöne Videos für euch machen zu können, beziehungsweise noch ein paar schöne Bilder zu machen. Man muss halt immer so ein bisschen im Auge behalten, wo man momentan hin kann, denn die meisten Spots, die ich natürlich gefunden habe, sind in der Innenstadt und die Innenstadt ist ja gerade ein etwas schwieriges Gebiet, aber irgendwann werden auch wieder bessere Zeiten kommen und dann werden auch wieder Conventions und Fursuit Walk Videos kommen. Ich meine, man ist halt auch am Überlegen die ganze Zeit, ob man es auch noch mit anderen Leuten macht, aber das Ganze ist einfach gerade noch ein bisschen zu heikel. Aber wer weiß, in Zukunft Videos vielleicht auch mal mit noch mehr Suitern. Man muss halt gucken, wie sich die Situation entwickelt und ob man vielleicht irgendwann wieder zu 10 raus darf. Ich hoffe es. Und an der Stelle genießt noch den Ausblick und vielleicht sieht man sich irgendwann im Wald. Bald. Ciao.